fiel nicht an. Anfangs gab es sehr viel Protest und Unmut über diese Kellerei. Man konnte sich nicht vorstellen, dass hier in dieser sensiblen Stelle im Rheingau, in dieser wunderbaren Kulturlandschaft, ein so großes Bauwerk errichtet wurde. Wir haben gesagt, wir machen es unterirdisch und dadurch haben wir eigentlich die Möglichkeit, über 3 Etagen in den Keller hineinzuarbeiten, sehr schonend zu arbeiten. Und diese schonende Verarbeitung dieser modernen Keller ermöglicht eine sehr, sehr gute Weinqualität. Der Clou der Anlage: in den riesigen Stahltanks gärt der Wein temperaturgekühlt. Ständige Messungen garantieren einen enormen Qualitätssprung. Fachleute aus aller Welt zieht es inzwischen in den unterirdischen Keller, der als einer der modernsten Europas gilt. Ich glaube, die Mönche wären neidisch. Sie waren ja sehr vorbildlich in ihrer Wirtschaftsweise, waren sehr innovativ, was Technologien angeht. Also waren wirklich vorbildlich und hier ist auch ein vorbildlicher Keller. Und sie hätten es wahrscheinlich genauso gemacht, aber hatten natürlich damals die Möglichkeit nicht, wie wir sie heute haben. Heute ist Eberbach Business und schon längst nicht mehr zur höheren Ehre Gottes. Geistlich wird es nur noch selten, zum Beispiel am Zisterziensertag. Feierlicher Gottesdienst zum Gedenken an die Eberbacher Mönche in der Basilika. Ein Zisterzienserabt zelebriert die Messe. Die Kirche hat eingeatmet das Gebet von 700 Jahren. Das spürt man, das Gebet, ich sag's mal so, bleibt in den Wänden hängen. Und wenn jetzt wieder Gebetsgottesdienste stattfinden, dann ist wieder etwas davon belebt und ist immer tief beeindruckend. Man stellt sich das vor, in der Straße standen, saßen, sangen die Mönche, beteten die Mönche kurz nach Mitternacht und dann am frühen Morgen. Der Tagesablauf der Mönche ist streng geregelt. Den Takt geben die Andachten vor. Alles ist genau eingeteilt. Die ersten Gebete beginnen morgens gegen 3 Uhr und wiederholen sich über den ganzen Tag. Abends um 8:30 ist Nachtruhe. Nur dem Abt stand eine eigene Kammer zu. Hier schlief er und hier vertiefte er sich in seine Gebete. Privatsphäre auf engstem Raum. Das war sein Privileg. Günther Ringsdorf kennt sie alle, die Drehorte von Der Name der Rose. Überall Spuren des Films. Das ist die verbotene Tür aus dem Film Der Name der Rose, wo John Connery glaubte, das Buch des Lachens zu finden, das ihm die Morde erklären könnte. Aber glauben Sie mir, dahinter ist keine Bibliothek. Heute öffnet sich diese Tür nur für einen Mann. Stefan Höttke, Fledermausexperte. In dem riesigen alten Dachstuhl des Klosters sollen unzählige dieser nachtaktiven Tiere nisten. Stefan Höttke geht auf Spurensuche. Bei der umfangreichen Sanierung des maroden Gebälks hatte man die Fledermäuse fast vertrieben. Jetzt kehren sie langsam zurück und um zu wissen, wo sie sind, nimmt sich Höttke ihrer Hinterlassenschaften an. Der Kot ist nicht unappetitlich, denn er ist trockenkrümelich, ist auch geruchlos und hinterlässt auch keine Spuren auf meiner Hand. Das ist reines Chitin, von der Seite ist es nicht unangenehm, also es ist kein Mäusekot. Und hier an der Menge, dieser Kotmenge, kann man sehr gut erkennen, wie stark dieses Quartier hier über uns besucht ist. Allein der Kot macht noch keine Fledermaus. Höttke beschleicht die Sorge, dass die scheuen Tiere im wahrsten Sinne des Wortes alle ausgeflogen sind. Zweimal im Jahr sucht sich der Fledermausfachmann seinen Weg durch die Balken, um nach dem Verbleib der Tiere zu schauen. Endlich hat er wenigstens ein Tier entdeckt. Die Fledermäuse leben hier fast so zurückgezogen wie einst die Mönche. Doch Höttke gibt sich nicht zufrieden. Er hofft, noch mehr Fledermäuse zu entdecken und zwängt sich durch einen schmalen Gang in der Außenwand der Basilika. Das ist der Geheimgang der Mönche. Den hatten die Mönche genutzt, um unerkannt aus der Basilika verschwinden zu können. Heute wird voraussichtlich dieser Gang genutzt von den Fledermäusen, um auf den Dachboden zu kommen. Sie haben also hier genügend Einflugsmöglichkeiten, wo sie dann hier in den Gang reinkommen und von hier aus nach oben in die Quartiere fliegen können. Und so wird er immer noch genutzt, um unerkannt irgendwo hinzukommen.
im Kreuzgang des Klosters. Angeführt vom Abt zogen hier die Brüder zur heiligen Messe, in sich gekehrt, schweigend, nur in der Zwiesprache mit dem Allmächtigen. Wie gehen die Arbeiten an der historischen Presse weiter? Bevor Dieter Greiner und sein Team die alte Anlage in Betrieb nehmen können, müssen sie die Trauben erst anpressen. Um den Kelterprozess historisch getreu ablaufen zu lassen, wird weitgehend auf moderne Technik verzichtet. Jetzt kommt es darauf an, ob sich die Trauben tatsächlich mit der sogenannten Dockenkelter aus dem 16. Jahrhundert verarbeiten lassen. Dieter Greiner setzt auf seine Experten und die Mönche. Die Mönche wussten wesentlich mehr, als wir denen zutrauen. Die Zusammenhänge haben sie sehr, sehr gut verstanden. Wie eine schonende Kälterung abzulaufen hat, dass eben hier durch das Auspressen der Vorlauf, der jetzt rausläuft aus der Presse, ein ganz klarer Saft ist, dass man eben nicht zu stark pressen darf, dass die Stängel nicht gequetscht werden dürfen und solche Dinge. Das wussten die schon, weil die haben natürlich auch eine gute Zunge gehabt, die haben probiert und wussten, was gut schmeckt, das ist das richtige Ergebnis. Der Unterhalt des Klosters kostet jährlich 2,5 Millionen Euro. Geld, das auch durch die Hochzeiten wieder reinkommen soll. Glückliche Paare können sich schon ab 300 Euro trauen lassen. Sollte der Rahmen allerdings üppiger sein, sind nach oben hin keine finanziellen Grenzen gesetzt. Wir wollten einen besonderen Ort haben, wollten nicht einfach ein Standesamt irgendwo in der Stadt haben. Und der Rheingau bietet ja nun sehr, sehr viele schöne Orte. Und mein jetzt Ehemann, schön, mein jetzt Ehemann, der kommt, der kennt Eltville sehr gut, ist hier auch viel unterwegs und hat dann gleich das Kloster Eberbach vorgeschlagen. Hier wird im Halbstundentakt geheiratet. Die Spuren der letzten Trauung müssen schnell verschwinden. Schließlich wartet schon das nächste Paar. Die Hochzeitsplanerin schwärmt von der einmaligen Location. Es ist einfach wie Urlaub, weil es ist so ein besonderes Gelände. Es ist nicht einfach ein Büro, es ist das Kloster Eberbach. Es ist einfach richtig schön. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Und wenn dann eben noch so Hochzeiten, Gesellschaften sind, die einfach glücklich sind, Spaß haben, die dankbar sind, dass man sich um sie kümmert, ist unheimlich schön. Die berühmte romanische Basilika. Sie wurde im Jahr 1186 geweiht, selbst entworfen und gebaut von den Zisterziensern. Nur an einem Ort war es ihnen erlaubt, Privates zu besprechen, im Kapitelsaal. Wie überall im Kloster war es hier in den Wintermonaten eisig kalt. Und so dienten die Füße der jungen Mönche den Älteren als wärmendes Sitzkissen während der Gespräche. Hier wurden alle wichtigen Angelegenheiten beraten, Streitigkeiten geschlichtet und, wenn erforderlich, zu Gericht gesessen. Ein Ritual, das bis zur Auflösung des Klosters beibehalten wurde. Im Zuge der Französischen Revolution müssen die Eberbacher Mönche ihr Kloster 1803 fluchtartig verlassen. Das Klosterinventar wird verschleudert oder vernichtet. Es beginnt eine wechselvolle Zeit für das ehrwürdige Gemäuer. Das Kloster wird unter anderem als Weiberzuchthaus und als sogenannte Eberbacher Irrenanstalt genutzt und dämmerte dann Jahrzehnte vor sich hin. Das Team um Dieter Greiner ist fast am Ziel. Jetzt muss ich zeigen, ob die Weinpresse nach so langer Pause funktioniert. Sie wird von Hand betrieben. So wie von den Mönchen vor vielen hundert Jahren. Und wahrhaftig, es rieselt der erste Most. Nach Jahrzehnten hat es die Presse tatsächlich geschafft. Und wie früher die Mönche, können es die Weinexperten kaum erwarten, den frisch gewonnenen Traubensaft zu verkosten. Wir sind sehr glücklich, dass alles so gut geklappt hat heute. Wir sind trotzdem erstaunt, dass dieser Saft, der hier von der Presse abläuft, so kristallklar ist, also wirklich wie filtriert. Und die Mönche wussten schon, was sie taten. Sie haben ja diese großen Pressen hier eingeführt, mit diesem großen Tresterkuchen, der praktisch den Saft filtriert, gibt einen ganz wunderbaren Saft, der hervorragend zur Weinbereitung geeignet ist.
Doch es dürfte noch eine Weile dauern, bis dieser Wein den Weg in die Schatzkammer des Klosters findet. Im Allerheiligsten lagerten die Mönche ihre besten Weine. Heute liegen hier die Raritäten der hessischen Staatsweingüter. Kostbarste Flaschen aus den vergangenen 3 Jahrhunderten. Günther Ringsdorf weiht die Besucher ein. Hier habe ich das, was ich suche. 1912er Steinberger Riesling Trockenbeeren auslese. Nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und wenn dies auf der Versteigerung in Kloster Eberbach im September 1912 ist, hoffe ich, dass ihr mindestens so ihre 6.000, 7.000, 8.000 Euro, schön wäre es, wenn sie 10.000 Euro bekommen würde. Das ist sie auch wert. Aus dem berühmten Weinberg des Zisterzienser Steinberge, ihrem Lieblingsweinberg. Nach getaner Arbeit und dem Nachtgebet gehen die Mönche früh zu Bett. Sie schlafen alle gemeinsam in einem ungeheizten Raum. Dem Mönchsdormitorium. Auf Strohsäcken nebeneinander liegend, nur notdürftig zugedeckt. Ihr Gewand ziehen sie zur Nacht nicht aus, um jederzeit bereit für eine Andacht zu sein. Zurück in die Schatzkammer. Weinfans aus aller Welt pilgern hierher, bereit für Kostbarkeiten viel zu zahlen. Wunderschön in der Farbe. Günther Ringsdorf hat eine Riesling-Spätlese von 1971 geöffnet. Doch insgeheim träumt er von ganz anderen Tropfen. Wenn du einen 1759er trinkst, machst die Augen zu und denkst, was war da los? Mozart. Die Mönche lebten noch hier, die waren hier. Und trinkst aus dieser Zeit einen Wein. Und er ist als Wein zu spüren, zu riechen und zu schmecken. Nicht mit einer Begeisterung, aber wenn man weiß, was es ist. Es war für mich faszinierend. Du brauchst nur die Augen zuzumachen und hörst die Musik der Zeit, siehst die Menschen der Zeit vor dir. Zeitreisen aus der Flasche, Zeitreisen im Kino. Regisseur Jean-Jacques Annaud hat Monate gebraucht, um diese charaktervollen Mönchdarsteller zu finden. Aber erst der Zauber der Räume aus dem Mittelalter machten den Klosterkrimi perfekt. Uns vergeht kein Tag, wo nicht eine Führung oder mehrere Führungen mit Verbindung Name der Rose geführt werden. Und grundsätzlich wird immer von diesem Film erzählt. Es hat dem Kloster geholfen. Ganz ehrlich, viele Menschen kommen hierher, schauen sich das Kloster an wegen des Filmes und sind dann vom Kloster begeistert. Und dann fängt das Kloster an zu reden, seine Sprache zu sprechen und erzählt den Menschen von seiner Geschichte, von seinen 850 Jahren. Kloster Eberbach, das ist die Geschichte der Menschen, die mit unglaublicher Willenskraft eine der schönsten Klosteranlagen Europas bauten. Heute geht es darum, das Kloster in Würde zu erhalten. Und zugleich muss mit ihm Geld verdient werden. Ein schwieriger Balanceakt. Vergangenheit und Zukunft von Eberbach ist der Wein. Immer noch werden hier edle